haben ja auch schon ein paar Mal gehört, dass die Mannschaft im WM-Modus ist. Was macht dieser WM-Modus denn mit einem Spieler, Uwe Gensheimer? Man probiert, die wenigen Trainingseinheiten, die noch da sind, so fokussiert und konzentriert wie möglich zu nutzen. Und ansonsten wurde schon viel über Vorfreude gesprochen. Natürlich ist sie da und natürlich denkt man jetzt dran, wenn es nur noch eine Woche ist. Aber im Großen und Ganzen wollen wir einfach die Einheiten, die wir haben, so gut wie möglich nutzen. Dort sind wir planmäßig unterwegs. Wir sind mit unserer Deckungsarbeit, auch mit der Variabilität, mit unseren Torhütern dort auf einem guten Weg. Wir wollen sicherlich unser Tempospiel noch etwas stärken, noch etwas ausbauen und haben auch gerade die zentrale Schaltstelle auf Rückraummitte immer weiter im Visier. Und Stand heute zufrieden. Und wir wollen das natürlich in den beiden Tests, die vor uns liegen, dann auch zeigen. Es zählt nicht nur im Vorfeld der WM, dass man da eine gute Stimmung aufbaut, sondern natürlich auch eine Lehre der Vergangenheit. Sowohl für mich als auch fürs Team ist es, dass wir es schaffen, während der WM ein gutes Maß an Fokussierung und dann wieder Entspannung zu kriegen, weil einfach diese Kürze der Zeit, in der man Hochleistung oder beste Leistung bringen muss, so verdammt viel Energie raubt, dass man es auch schaffen muss, gut abzuschalten.